Wir haben den 23. März und ich bin heute Abend nach dem Feierabend auf Schangnau gefahren, das ist im Emmental. Und zwar bin ich jetzt hier auf fast 1500 Meter hochgelaufen und hier oben die erste Nacht in der Hängematte auf dieser Saison verbringen. Und es ist einfach nur ziemlich der absolute Wahnsinn, wie hier die Aussicht ist. Man sieht hier alle Himmelsrichtungen, man sieht hier alle Täler, man sieht fantastische Berge und wir haben sogar überall eine schöne Schneefelder. Ich bin gespannt, wie kalt es wird heute Nacht. Die Nacht in der Hängematte ist vorbei. Es war mega angenehm und echt nicht so kalt, wie ich erwartet habe. Beziehungsweise, ich glaube, meine Kleider haben sich gelohnt. Oder meine Kleiderwahl war die richtige. Ja, und jetzt seit dem 6 Uhr bin ich wieder am Laufen, dass ich wieder ein bisschen warm bekomme. Das ist die Rundwanderung um Schangnau durchs Steinmüsli-Moor, durchs Rebloch und entlang von wunderbaren Emmentaler Bauernhöfen mit einer riesigen, phänomenalen Aussicht. Durchs ganze Entlebuch, kann die Schattenflur rauf. Und das ist wirklich auf jeden Fall ein grosses Erlebnis. Sie geht insgesamt 4 Stunden gut. Es ist etwa 650 Meter auf und das gleiche dann wieder runter. Und insgesamt 12,5 Kilometer. Wie immer findet ihr GPS-Daten für die Wanderung direkt unter dem Link.